Zeit für ein Duell. Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Dankeschön, dass du da bist. Wir zocken heute eine Runde Yu-Gi-Oh! Wieder. Wir hatten ja in der letzten Folge ja gegen Marek gespielt gehabt und auch wirklich komplett instant gewonnen. Der hat ja unsere dunkle Magiermacht gespürt einfach. Und wir machen einfach das Finale weiter. Yugi gegen Yugi. Wird auch ziemlich spannend einfach. Das können wir überspringen. Nehmen natürlich das Geschichtsdeck wieder. Ihr kennt mich doch. Schauen einfach mal. Okay, wir nehmen die Schere. Ah, leider verloren. Okay. Wir fangen als zweites an. Nee, als erstes sogar. Ah, cool. Läuft. So, mal gucken. Yugi wird der schwerste Gegner wahrscheinlich. Okay, okay. Wir könnten uns nicht. Was ist das denn für? Ich als normal. Aber wir können die erstmal setzen. Spiegelkraft hier. Und die. Auf füge eine Hand manchmal mit oder weniger. Ja, okay, setzen wir die mal Verteidigung hier, die können 2800 mit 7 Sterne. Okay, okay, was haben wir hier dazu? Auf den, lege ein offenes von einer Hand auf den Deck. Okay, ja. Legen wir einfach mal auch mal hin. Mal gucken. Schauen wir mal. Wir haben jetzt ein verdecktes Monster und Spiegelkraft. Mal gucken, was Yugi macht. Okay, 2. Lol. Ja. Können wir doch mal Spiegelkraft aktivieren. Wir aktivieren Spiegelkraft. Kein schlechter Zug. Man zerstört er sich. Super. Okay. Oh, was ist das denn hier? Beschwörer diese Karte als Effekt. Maschinenmonster der Stufe 4. 0. Aha. Verteidigungsprüfung. Zusätzlich weiter auf jeden Fall. Verteidigung alle K. Oh, komm. Setzen wir einfach mal. Wir können. Warte mal. Ist das eine Flip-Effekt? Nee, ne? Aber wir könnten hier uns den. Totenkopf holen. Den holen wir. Mit 2500 ATK. Und können Yugi mal. Oh, ich kann mir noch ein Monster holen. War das auf die Hand? Ich glaube, auf die Hand war das, ne? Was hast du denn hier für Karten? Die kenne ich gar nicht alle. 1000. Oh, okay. Okay. Die hat aber auch was hier, ne? 3500. Okay. Was ist das hier? Stufe 5, ne? 3000, 2000. Aber. Die Zauber. Effekte deines Gegners, die deine Karte. Die. Hä? 5 auf die Karte. Die Karte hält 5 in Stufe 4 Monster. Also, das ist die falsche Karte. Hier. Liebe Gegner, eine. Wieder. Gegner oder ein mehr. Karte zieht, leg eine Zaubermarke auf. Hält die Karte für. Ach komm, ich rutsche jedes Mal mit der Karte weg hier. Ich nehme einfach mal die hier. Zwar keine Ahnung, was das hier für eine Karte ist. Kenne ich gar nicht. Aber wir können erstmal angreifen mit 2500. ATK direkt auf die Lebenspunkte bei Yugi. Bam! Na Yugi? Wir sind doch nicht so schwach, ne? So, Yugi, was zeigst du? Was hast du? Wir können eine Karte aktivieren. Okay, welche können wir dann aktivieren? Wir könnten die Abspürer diese Karte als Spezialeffekt ver. Ja, machen wir doch einfach mal. Geht als Verteidigung mit 2000 Def. Okay, er holt sich den dunklen Magier. Okay, greift er an? Nee, er greift die Verteidigung an. Mein Monster, Yugi, was machst du?
Aber wir könnten. Wir könnten ihn jetzt ärgern. Wir könnten Gamma, den Magnetkrieger, spielen. Wir spielen Gamma. Und hauen sein dunkler Magier einfach weg. Und greifen dann mit Gamma an, mit 1500. So ist ein dunkler Magier weg. Zwar ist mein Monster auch weg, aber ich habe ein Monster auf dem Feld mit 1500. Mal gucken, was Yugi macht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Okay, okay. Er hat da. Was habe ich denn hier für eine. Aha. Ja, ich setze die mal in Verteidigung. Wir können uns ein bisschen verteidigen. Ja, ist nicht viel mit 1000 Death-Punkten. Er greift natürlich an. Hat aber keinen Effekt, also, oder? Schade. Er hat aber auch kein Monster. Was haben wir hier? Nach dem Schadensberechnung, falls die Karte angegriffen wird. Wurde, oder? Ja, perfekt. Er hält 1000 Schaden. Kommt zerstört werden. Ah. Ist das im Angriff? Warte mal. Ist das im Angriff? Müssen wir die im Angriff setzen oder können wir die auch in Verteidigung setzen? Ich setze die einfach mal in Verteidigung hier. Mal gucken. Also ein, zwei Karten kenne ich ja von Yugi, aber die beiden Karten hier kenne ich gar nicht irgendwie. Die waren aber auch nicht in der Serie. Ich kann mich zwar täuschen. Bam, kriegt er 1000. Er greift auch nicht an. Super. Hat er noch 250. Oh, ich könnte Lichtschwerter machen. Ja, für 7. Ich mach mal Lichtschwerter. Dann kann er erstmal nicht angreifen. Dann kann ich hier noch ein Monster setzen. Die Verteidigung. Und haben wir ein bisschen wieder Schutz hier. Yugi hat noch 250 Leben. Er macht auch nichts in unser. Oh, was haben wir hier? Kann nicht als Spezialbeschwörer werden. Du kannst die Karte als Karten auf dem Spielfeld. Möglich. Die Karte, falls du dies. Wenn sie diese halt drauf an die Kaffee. Mein Gott, bist du langsam mal fertig? Ja, ich leg die mal verdeckt. Also ich muss. Oh, verdammt, nein. Nö, dann machen wir es einfach so. Ich brauche unbedingt noch ein Monster. Duellant sollte sein Deck auswendig kennen. Unser Yugi macht gar nichts irgendwie. Ich brauche noch ein Monster. Okay. Wir können setzen. Dann können wir das Monster holen hier. 2800 ATK. Und dann können wir ein Monster von ihm platt machen. Außer wenn jetzt eine Fallen- oder Zauberkarte liegt. Er liegt noch ein Monster. Okay. Lichtschwert ist jetzt kaputt. Aber. Was haben wir hier? Wenn die Karte als normal. Kannst du eine. Kann das? Gegner. Ah. Warum kann die. Ah, da braucht man da 4 für? Oder? Kann ich als normal. Okay. Kann als normal oder als Spezialbeschwörung gelegt werden. Ja. 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 Ich dachte, ich kann jetzt die Karte hier spielen hier, aber scheint doch nicht der Fall zu sein. Aber ich habe das hier noch nicht ganz verstanden irgendwie. Kann ich als Spezialbeschwörer. Du kannst die Hälfte deiner Lebenspunkte zahlen, zerstör so viele Karten auf dem Spielfeld wie möglich. Außer die Karte. Dies. Du verbanne sie. Dies. ADK für jede Karte, die auf dein Art zerstört wurde. Boah, Spiel werden da. Falls die an dem Spielzug. Einmal. Oder Flip. Sie auf dem Friedhof. Aha. Ja. Karte zum Beispiel. Ja. Die Frage ist nur. Ich werde die mal einfach zu meinem Spiel normal beschwören.
Er hat ja einen Effekt, aktivieren wir einfach mal. Und ich kann mir noch eine Karte ziehen, okay? Was das jetzt gebracht hat, kein Plan. Ja gut, ich werde jetzt Lebenspunkte verlieren. Weil er wird natürlich die Karte angreifen. Ganz klar. Oh, 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 oh. Okay. Okay, er hat mit einem Monster. Oh, oh. Obelister Peiniger, 4000. Verdammt. Okay. Obelister Peiniger. Okay, ja, er spielt mit Gadda-Karte. Okay, wenn die Karte als normal bespielt wird, du kannst die Karte eine geht. Du kannst eine gelbe. Achso. Ja, aber was bringt mir das? Gar nichts irgendwie. Setzen wir einfach in die Verteidigung. Was anderes kann ich nicht machen, Freunde. Ich habe kein Monster irgendwie. Und ich habe auch keine Fusion oder was. Und er hat Ra einfach. Quatsch, Ra. Er hat Obelister Peiniger. Und er holt sich dann dunkler Mager wieder. Okay. Ja, okay. Macht er gut, macht er gut. Aber, ja gut, er greift die Karte an. Aber ich glaube, die Karte kann nicht zerstört werden durch Kampf, ne? Aber wir wenigstens noch eine Verteidigung. Was haben wir denn hier? Wenn ein Monster von Hexe angegriffen. Hä? Der Spieler spielt ein Monster von Hexe mit 200 ATK oder weniger. Als beschwert sein Deck in Angriffsposition. Das bringt mir gar nichts, Freunde. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich kann sie setzen zwar, aber das bringt mir aber irgendwie nichts. Ich setze sie einfach mal. Und dann beenden wir unseren Zug. Ich habe auch leider langsam keine Monster mehr. Schauen wir mal. Er greift das Monster an, na ganz klar. 2500. Für den dunklen Magier und für Obelister Peiniger 4000. Und ach, Obelister Peiniger kann gar nicht mit Topstagier können wir aktivieren, ja. Aktivieren wir einfach mal. Wiedergeburt. Wiedergeburt. Was haben wir hier? Einmal pro Tag, falls ein Monster, das du durch Kampf zerstört wird, kannst du. Fällt das ein Monster von Felsen in von Felsen in dein Deck. Aha. Hat er irgendwie ein starkes Monster? 2000. Er hat. Bringt mir auch nichts. Das bringt mir nichts. Er hat auch noch dunkle Magier. Er hat keinen. Ich könnte. Habe ich ein starkes Monster? Nee, nicht wirklich, ne? Auch 2500 hier den Totenkopf hier. Einmal pro Spielfeld. Kontrolliert durch Kampf zerstört. Kannst. Ich kann aber nichts. In dein Deck auf den Friedhof legen. Ja. Ich aktiviere es einfach mal. Zwar keine Ahnung, was das ist. Ach, eine Feldzauberkarte ist das, okay? Ich kann im Moment gar nichts machen. Wenn, dann kann er mich jetzt echt vernichten. Oder wir kriegen noch eine. Ne, er gibt auf. Stimmt, die Karte kann nicht. Ja, das ist doch auch nicht so prickelnd hier. Ich brauche ein starkes Monster. Ich brauche einfach ein starkes Monster, was mehr als 2500 ist. Er hat noch 125 Lebenspunkte. Ja gut, achso, da könnte ich. Aha, aha. Gut. Ja, nehme ich den. Mal gucken. Es gibt. Oh ja, super. Das war ein guter Move. Weil dann. Okay, hört sich eine Spielmarke. Im Angriff? Ernsthaft? Im Angriff? Warum im Angriff? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Okay. Wir könnten. Ich habe ja eben das Monster weggeworfen hier mit 3500 ATK. Aber ich glaube nicht, dass ich das wiederbeleben kann, oder? Oder? Ich probiere es einfach aus, Freunde. Ich probiere es einfach aus. Naja, habe ich mir gedacht. Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht wiederbeleben.
Aber ich versuche einfach mal. Hat er nicht auch ein. Hier, nehme ich einen dunklen Magier. Im Angriff. Und greifen seine Spielmarke an. Und er hat Spielkraft. Na klasse. Super. Guter Move. Guter Move. Yugi. Das war ein sehr guter Move. Und jetzt habe ich keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Er kann nicht angreifen. Das ist schon mal sehr gut. Außer wenn er es. Er vernichtet die. Er opfert die beiden. Okay. Er kann. Jetzt bin ich. Was ist das denn hier? Karte. Falt. Hand durch eine. Landeffektoren. Ja. Ich setze die einfach mal. Ja. Freunde. Ich glaube, das wird ziemlich. Ziemlich knapp einfach. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja. Ich aktiviere den. Und dann können wir noch eine Karte wegwerfen. Aber. Falls diese. Falls die Monte in. Ja, du kannst zwei Karten als Tribut anbieten, um diese Monte von Feldtyp. Okay. Ich kann noch nicht mal runterscrollen. Ich kann nicht weiterlesen. Verdammt. Ja, ich nehme die einfach. Ja. Okay. Ach so, ich kann immer. Was ist das denn für einer? Nur die Zaubereffekte eines Gegners. Die Karte Silber ist ein Fall für du. Du kannst die Karte offen. Beschwöre ein Level 5 als in der Hand. Ja, schön. Ich habe aber Level 8 und Level 7 und Level 5. Aber es bringt mir alles nichts. Ich setze die in Verteidigung. Es bringt mir alles nichts. Ich brauche ein starkes Monster und das ist ziemlich schwierig gerade, Freunde. Er hat Oberliste Peiniger. Das ist unfair, Yugi. Yugi, das ist unfair. Ich kann jetzt hier auch. Ich habe noch 14 Karten. Ah. Nee, nehme ich den hier. Den hier. Er kann da nicht angreifen. Er kann die Karte nicht zerstören. Okay, mal gucken, was wir jetzt kriegen hier. Er kriegt wieder so ein 8-Sterne-Monster hier. Das kann ich zwar. Ich weiß gar nicht. Ich. Kann nicht als Spezialbeschwörung beschwert werden. Du kannst die ja. Ja. Ich probiere es einfach. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich mach das einfach jetzt mal. Ich beschwöre die Karte. Wahrscheinlich werde ich 0 Punkte haben jetzt hier. 0 ADK. Wahrscheinlich. Und ich aktiviere den Effekt. Und zahl. Mega. Und ich kann sogar angreifen. Oh, Freunde, das war doch mal ein Mega-Move. Zwar kannte ich die Karte nicht, aber wir haben gegen Yugi gewonnen. Und gegen Oberliste Paniker. Naja, gut, wenn man die Karten nicht so kennt, sollte man sie auch echt vernünftig durchlesen. Ne? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, würde ich sagen. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal, dass ihr wieder dabei wart. Gebt doch dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich auch freuen und mich auch unterstützen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Und dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg, aber los jetzt!